Was geht ab, Leute? Ich darf euch begrüßen zu einer weiteren Ausgabe zum vom Dingenskirchen ESL Update E-Sport Vollkracher Scheißdreck. Und wir starten mit StarCraft 2 mit dem GO4 SC2 Cup Nummer 276 am Sonntag mit 200 Euro Preisgeld. Die Cup-Serie in Europa für StarCraft 2 geht jetzt eben am Sonntag in die nächste Runde. Mit bis zu 1024 Spielern wird dabei sich ausgetobt und gegenseitig geprügelt, zerschlachtet, was weiß ich alles. 200 Euro gibt es zu gewinnen und wichtige Ranking-Points fürs Monatsfinale. Anmeldung ist möglich bis 13.40 Uhr. Termin Sonntag, 17. März, Start 14 Uhr. Größe 512 oder 1024 Spieler. Also wenn ihr dann Nummer 786 seid und es werden keine 1024, habt ihr Pech gehabt. Das Ganze Single Elimination und so wird dann das Ganze entschieden und durchgeboxt. Und das wär schon zu StarCraft 2. Wir machen weiter mit MW3. Und zwar das Quick Tourney Nummer 42 ist dran. 1-on-1 im Suchen und Zerstören. 16 Slots sind dabei. Setting gemäß DSR-Datei. Interessant zu wissen. Verbotene Waffen. Kann man auf der Seite sich genau anschauen, welche das sind. Mapwahl, freie Mapwahl, Rundenzeit 2 Maps MR112. Runden sind 19.03.2013, 19 Uhr, 20 Uhr, 21 Uhr und 22 Uhr. Preise sind Eintrag in die Hall of Fame für die Plätze 1 bis 3. Ja, das wär's zu MW3. Machen wir weiter mit dem LA-Turnier, was jetzt letzte Wochen auch immer dabei war. Samstag und Sonntag sind die Duelle der zwei jeweils besten Teams aus den 8 Ländern, also das Black Ops 2 Turnier, wo es um die Million Dollar geht. Am Samstag spielen dann die zwei besten Teams jeder Region um ein LA-Ticket und am Sonntag wird dann der European Champion ermittelt. Und diejenigen, die das LA-Ticket bekommen, haben dann die Chance eben bei dem Turnier um 1 Million Dollar mit dabei zu sein. Das Ganze gibt es auch live auf ESL-TV, da könnt ihr alles verfolgen und verpasst doch nichts. Sind wir schon beim letzten Thema vom E-Sport-Update und zwar die League of Legends Championship Series gastieren in Lyon vor... Lyon, nicht in Lyon. Wie kann man in Lille und Lyon verwechseln? Das ist ja unglaublich. In Lille vor 5000 Zuschauern und zwar am 23. und 24. März. SK Gaming, Evil Geniuses, Gambit Gaming und Co. zocken insgesamt 12 Partien von 11 bis 22 Uhr und da hat man eben die Möglichkeit, wieder wichtige Punkte für die World Championship Quali zu sammeln. Das Ganze kann auch per Stream verfolgt werden, damit ihr da nichts verpasst. Wäre ich soweit schon wieder durch? Das wäre schon wieder alles. Was ich noch sagen könnte, zum Pokémon MMO gibt es jetzt auch eine neue Rookie Ladder und ein neues Turnier. Näheres weiß ich dazu noch nicht. Aber wenn ihr das zockt, dann könnt ihr euch da auch mal ein bisschen weiter informieren. Einfach auf die ESL-Seite schauen, das ist alles ganz übersichtlich. Dann wären wir soweit wieder durch. Ich danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Zuschauen und Zuhören. Ich bin soweit raus und vergesse, dass wir uns beim nächsten E-Sport-Update oder bei anderen Format sehen. Ich bin soweit raus, wünsche noch einen restlichen schönen Freitag und einen guten Start ins Wochenende. Viel Zeit, ciao und Servus.